Hi, herzlich willkommen bei Tactical Dad Germany. Mein Name ist Marcel und heute möchte ich mit euch ein bisschen sprechen über was so im Film bei der Polizei abläuft und was in Realität abläuft und warum wir solche Szenen, wie sie im Film oder im Krimi passieren, fast niemals bei uns auf der öffentlichen Straße sehen. Und wenn dich diese Unterschiede interessieren, dann dranbleiben. Bis gleich. So, meine lieben Damen und Herren, ich habe hier ein bisschen was vorbereitet und muss jetzt mal kundtun in der Polizeiarbeit, was da so alles in Realität und Film für Unterschiede herrschen. Und da haben wir zum einen, dass in Krimis immer grundsätzlich im Zweierteam gearbeitet wird. Ja, das heißt, wir haben zwei Kommissare und die machen alles. Das ist definitiv nicht so, ja, sondern es ist immer eine Vielzahl von Beamten an einem Fall dran. Ja. Was wir auch noch sehen, ist zum Beispiel, wenn wir uns im ersten Angriff des Tatorts befinden. Also es geht dann in Auswärterangriff und Sicherungsangriff, dass da die Kriminalbeamten, also die Kommissare, immer in Zivil auf dem Tatort rumrennen. So was gibt es nicht. Ja. Ganzkörperanzug weiß. So sieht das im richtigen Leben aus. Ganzkörperanzug weiß. Wie als wenn die bei euch da tapezieren über die Decke. Ja. Ja. Dann ist im Krimi natürlich immer so eine Tatortbearbeitung. Das ist so halbe Stunde, ist das Ding durch oder 10 Minuten. Also länger wird das wahrscheinlich nie gesehen. Und dann packen die alles ein und der Rest wird dann im Labor gemacht. Ja, das ist leider nicht so. Aber ich verstehe natürlich, dass man in dem Krimi nur eine begrenzte Sendezeit hat und deswegen kann man nicht alles originalgetreu darstellen, auch richtig. Aber so eine Tatortarbeit, die dauert Tage. Die dauert Tage. Es wird also so ein Bild erstellt quasi von der Infrastruktur der Stadt, dann des Ortsteils, dann der Straße, dann der Wohnung, des Hauses, der Wohnung, des Zimmers, des Teppichs, des Quadratmeters, auf dem die Tat begangen wurde. Und diese ganzen Umstände, die werden also komprimiert zusammengefasst und alles kommt da rein. Und das dauert einfach mehrere Tage. Da haben wir nicht die Möglichkeit, das in 10 Minuten abzuarbeiten. Das funktioniert nicht. Wenn ich wir sage, meine ich natürlich nicht mich, sondern die Polizei. Ich sage mal wir, das ist total Schwachsinn. Ne? Ich bin ja nicht bei der Polizei, nur damit das klar ist. Ja, dann ist auch immer sowas, das SEK führt zusammen mit den Kommissaren eine Hausstürmung durch. Im Fernsehen sind die Kommissare vorne und in Wirklichkeit ist das SEK vorne. Ja, da war gerade so eine Pop-Up-Meldung. So, ja, also das SEK vorne. So. Es gibt auch viele Krimis, in denen die Kriminalbeamten, Kommissare alleine arbeiten, sowas gibt es gar nicht. Im realen Leben gibt es immer Teams. Es gibt immer ein Ermittlerteam und niemand wird alleine irgendwo hingehen. Das liegt alleine schon daran, dass man zum Beispiel, wenn man jetzt ein Mann ist, eine Frau verhört oder befragt, dass man dann sagen will, ja, aber der hat. Und wenn du aber noch einen zweiten dabei hast, dann nennt sich das Ganze Zeugenbeweis, und so nennt sich das übrigens auch vor Gericht, der Zeugenbeweis zählt dann. Ja, und dann habt ihr also
noch mal ein hinter euch stehen, der passt auf, dass das auch alles seine Richtigkeit hat. Die Aufklärung des Falles dauert natürlich keine 60 Minuten, sondern wahrscheinlich eher mehrere Monate oder Wochen. Je nachdem, was das gerade ist und wie lange das halt dauert. Das ist natürlich sehr individuell. Dann wird Hallo Cobra 11 das ständig Verfolgungsjagden. Aber Verfolgungsjagden sind nicht im Sinne der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Und aufgrund dessen wird sowas selten gemacht. Wenn wir eins, schon wieder dieses Wir, wenn die Polizei einzelne Verfolger hat und gerade nur ein Auto da ist, um diese zu verfolgen, dann wird dieses ein Auto alles tun, um den Raser oder den Flüchtenden auszubremsen. Das heißt also, er wird ausgebremst. Es wird nicht hinterhergefahren, bis der einen Unfall baut. Er wird ausgebremst, weil auch nur so kann man sicherstellen, dass man den Typ festnimmt und ihm der Strafverfolgung zuschieben kann. Ja, im Falle von Autobahnen wird das nochmal intelligenter gemacht, wenn mehrere Einsatzfahrzeuge zur Verfügung stehen. Dann können diese einen künstlichen Stau erzeugen. Ja, das heißt also, wir fahren in XY auf die Autobahn und in YZ fährt die Polizei drauf und die bremst die Leute aus und erzeugt dadurch einen künstlichen Stau. Bam. Zack, Täter gefasst. Ja, bevor die Kriminalpolizei hinzugezogen wird, fährt natürlich erstmal grundsätzlich immer irgendeine Streife gucken. Ja. Das heißt, kriegen die einen Anruf, hier wurde eine Leiche gefunden sowieso, ne? Dann fährt da erstmal eine Streife hin und die Streife entscheidet dann, das ist außerhalb meiner Kompetenz und dann kommen erst die Kriminalbeamten. Ne? Natürlich können die schon sowas wie einen Trampelpfad einrichten, um die Jungfräulichkeit des Tatorts irgendwie zu bewahren. Aber mehr machen die auch nicht. Ja, so. Dann Uniform. Ja, die Schutzpolizei, also die Streife und sowas, die haben immer Uniform an. Kriminalpolizei ist in Zivil. Ja. SEK, grundsätzlich wie das MEK und das ZEG, sind in Zivil meistens irgendwie Jeans oder Parka oder sowas, eine Schutzweste drunter. Meistens. Also die rennen nicht immer in ihrer vollen Montur da rum, so wie ihr die im Fernsehen seht. Die unterscheiden sich von uns Menschen fast gar nicht. Das ist ja auch das Sinn und Zweck. Und das soll auch so sein. Ja, Helm und sowas gibt es dann natürlich erst vor der Stürmung. Die Vermummung, die können die tatsächlich haben, einmal wenn die in der Dunkelheit benutzt zur Tarnung oder halt im Fernsehen, dadurch, dass ihr die immer seht, dann zum Schutz der Identität der Beamten. Ja, ansonsten, was haben wir noch? Achso, die sogenannten Bodyguards, ja, das sind ja meistens irgendwelche Personenschützer, die im Sicherheitsdienst dann ausgebildet sind. Das sind meistens irgendwie Zielscheiben. Ja. Also man muss unterscheiden den Unterschied zwischen Bodyguard und Personenschützer. Und Bodyguard schickst du vor und sagst, hi, ich bin's. Lass mal den in Ruhe, das passt schon. Ein Personenschützer ist irgendwo im näheren Umfeld und du nimmst den nicht wahr. Bei hochrangigen Leuten wird das meistens irgendwie vom LKA oder vom PKA gestellt. Es gibt aber natürlich auch Personenschützer im zivilen Bereich, die da mit Sicherheit auch die ein oder andere Mark verdienen. Nur so einmal kurz so den Unterschied zwischen Film, Fernsehen und Realität. Aus meiner Sicht, was ich so mitbekommen habe in meiner Zeit, die ich auf der Welt bin und was ich so gehört habe. Ja, finde das natürlich ganz interessant. Wenn ihr das auch sehr interessant findet, Daumen nach oben. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, Abo dalassen und sollte irgendwas nicht stimmen von dem, was ich erzählt habe, was natürlich auch sein kann. Niemand ist perfekt, möchte ich mich überhaupt nicht
mit ausgrenzen, dann schreibt mir doch gerne in die Kommentare. Oder wenn ihr auch was wisst, was total wichtig ist, was hier noch erwähnt hätte werden sollen, schreibt es mir in die Kommentare. Und bis dahin, euer Tactical Dad. Ciao.